Annelopes fünfter Fall beginnt mit einer Leiche im Alpensee. Beweisstück Nummer 1. Ein nasser Strick. Doch welche Rolle spielen das Gift, die alte VHS-Kassette, die Flasche Champagner mit den zwei Gläsern, der Russe und der Bienenstich in diesem Fall? Der Dienstwagen des toten Bankers war unverschlossen. Warum? Und war das Cowgirl Jeanette Lollipop wirklich seine große Liebe? Die Lokalpresse jedenfalls überschlägt sich. Natürlich sieht jeder eine Verbindung zwischen der Leiche vom See und dem Mord am Hochsitz. Aber hat hier wirklich ein Trachtenfreund auf blutige Weise den hinterfotzigen Maibaumdiebstahl gerecht? Für Annelope steht nur eines fest. Trachtenvereine und Mafia haben mehr gemeinsam, als der Polizei lieb sein kann.